Hallo und schönen guten Tag an alle Altgriechisch Interessierten. Herzlich willkommen zu meinem 54. Altgriechisch-Video. Heute möchte ich so ein paar Bemerkungen, ganz subjektive, die mir persönlich wichtig erscheinen, zum altgriechischen Augment machen. Das ist ja eine Besonderheit, die besonders am Anfang viel Kopfzerbrechen bereitet, die auch durch ihre Vielfalt und viele Ausnahmeregelungen den Altgriechisch Lernenden manchmal an den Rand des Wahnsinns treibt. Es ist eine schwierige Kiste. Ich bin eher immer dafür, auch wenn das nicht hundertprozentig wissenschaftlich ist, das manchmal aus dem Bauchgefühl heraus zu urteilen. Ich sage gleich im Laufe der Vorstellung hier, was ich da mache und wie ich das meine. Also es geht um das Augment. Ich muss mal eben hier so ein bisschen, so jetzt läuft es. Also das Augment, lateinisch von Augmentum, Zuwachs, kann als ein Zeichen der Vergangenheit interpretiert werden. Dieses Augment, also natürlich nur bei Verben, es steht ausschließlich, das Augment, das sollte man sich merken, steht ausschließlich im Indikativ der sogenannten Nebentempora, also im Imperfekt, im Aorist und im Plusquamperfekt. Das also ist jetzt zum Beispiel, wenn ihr mich fragt, was muss ich überhaupt, das wäre zum Beispiel eine Regel, also die ich jetzt schon, wie soll ich euch das sagen, als gut, weiß jetzt nicht, warum das jetzt nicht. Ist jetzt auch egal, lasse ich jetzt so. So, man unterscheidet im Altgriechischen ein sogenanntes syllabisches Augment und ein sogenanntes temporales Augment. Und zwar sieht das folgendermaßen aus, dass wenn ein Verb mit einem Konsonanten beginnt, also ein konsonantisch beginnendes Verb, hat das syllabische Augment. Man setzt einfach eine Silbe davor, und zwar besteht diese Silbe aus dem Buchstaben Epsilon. Das ist jetzt tatsächlich eine Silbe. Gibt es ja auch. Ja, muss man einfach so lernen. Der Klassiker in allen lateinischen griechischen Grammatiken steht Paideo. Ihr seht, da habe ich geschickterweise den Akzent vergessen, um euch zu prüfen. Paideo. Und dann eben, wenn ich jetzt imperfekt, Epaideion erziehen. Ich erzog. Oder Epaideusamen. Der Akzent rutscht, verrutscht natürlich entsprechend. Der Bindestrich hier, der Gedankenstrich, wird natürlich nicht mitgeschrieben. Ich habe das hier jetzt nur einmal geschrieben, um anzudeuten. Pardon, dass da das Epsilon, das syllabische Augment, vorkommt. Ja, beachten muss man hier schon mal. Bei Ripeto, werfen, verdoppelt sich das R, das Ro, pardon, Erepton, werfen. Die nächsten, im Prinzip ist das schon alles, gleich muss ich das temporale Augment noch besprechen. Der Rest besteht nur noch aus Ausnahmen. Wir gucken uns das und aus Regeln. Wir gucken es einmal an. Ja, beginnt das Verb mit einem Vokal, wird es komplizierter. Der Vokal wird gedehnt und der Spiritus bleibt erhalten oder unverändert. Und der Vokal wird natürlich nach Regeln gedehnt. Ja, die man sich ab und zu mal durchliest, aber wenn man weiß, dass es gedehnt wird, dann kriegt man da schon so ein Bauchgefühl hier. Also zum Beispiel, das Alpha wird zum Äther, aus Ago wird Aegon führen, aus Elpiso wird Elpison, diesmal kurz hoffen, und aus Hopliso bewaffnen wird Hoplison. Dann langes I, kurzes I, Entschuldigung, kurzes Jota wird zu langem Jota. Hydryo wird zu Hydryon bauen. Oder Hybriso, übermütig sein, wird zu Hybrison. Dann haben wir so. Alpha und Jota wird zu Äther mit Jota Subskript kommen. Aeschyno wird zu Aeschyon, Ado wird zu Aedon, Oxano wird zu Oxanon und Euktiro wird zu Oktiron. Wobei ich jetzt natürlich, wie ihr sofort alle bemerkt habt, das Jota Subskriptum vergessen habe. die Tabelle, die hier steht, ist, ich hoffe, ich habe sie fehlerfrei abgeschrieben. Ansonsten bitte ich euch da, wenn ich da irgendwo Schreibfehler gemacht habe,
und in eurer Grammatik steht das anders, dann habe ich den Fehler gemacht. Bitte mich nicht aufhängen oder kreuzigen. Bitte kein Shitstorm auf. Wo ist das? Wie heißt das da, wo ich nicht mehr bin? Ist auch egal. Diese Tabelle ist im Prinzip international. Die steht, glaube ich, in den meisten Lehrbüchern noch drin. Wie gesagt, muss ich die auswendig lernen? Ich sage einfach mal jein. So ein bisschen sollte man wissen. Das wird gedehnt und die eine oder andere Ausnahmeregelung sollte man auch kennen. Aber je öfter man da auf die Verben achtet, desto schneller lernt man das natürlich auch dann auswendig, ohne sich vor eine solche seelenlose Tabelle zu setzen. Also ich würde es nicht jetzt mit so einer Tabelle auswendig lernen. Das ist einfach scheiße, entschuldigt. Also ein Verb dazu ist schon besser. Dann lernt man auch gleich ein Verb mit. Bei langem Vokal U, oft auch bei E oder Ö, tritt keine Veränderung auf. Also, das ist jetzt schon wieder so eine klassische Utaso, Utason, verwenden, verwunden, verwenden. Aikaso, Aikason oder auch vermuten oder auch Äkason mit Jota Subscriptum und Euchomai, Euchomen geloben, aber auch mit dem Äther davor. Ihr seht, es lebe die Ausnahme. Dann habe ich noch aufgeschrieben, so ein Zusatzpunkt, auch das ist jetzt nicht vollständig bei den Komposita. Ich sage da nochmal, ich habe das jetzt glaube ich schon dreimal gesagt, bitte schaut hauptsächlich auch hier bei den Augmentregeln in eurer eigenen Grammatik nach oder in den Zetteln, die ihr bekommen habt oder in eurem Lehrbuch, mit dem ihr arbeitet. Ich denke mir, die Lehrbücher unterscheiden sich da sehr und es geht natürlich darum, dass ihr hauptsächlich das lernt, was auch in dem Lehrbuch steht. Ihr könnt euch gerne weiter informieren. Wenn man sich eine allumfassende Grammatik holt, zum Beispiel, was habe ich, Ars Graeca, aus welchem Verlag ist das? Ferdinand Schönig aus Paderborn, da steht natürlich sehr viel mehr drin als das, was in den Schulgrammatiken steht. Bei den Komposita habe ich so ein paar Beispiele aufgeschrieben, auch fast, also bei Es ago, ihr habt sofort gemerkt, da fehlt der Akzent. Es aegon, so wie wir das schon hatten. Und dann hier bei bei hier, Ekballo ist ja eigentlich entstanden aus Exballo. Also Ekballo, da wird das Ek doch wieder so, wie es früher war, zu Ex. Also eigentlich heißt es ja Exballo. Das ist angeglichen worden zu Ekballo und dann heißt es hier aber wieder Ex-Eballon oder eigentlich heißt es ja Syn, die Vorsilbe ist ja Syn, Sylego wird dann wieder zurückentwickelt, wenn ihr so wollt, zu Synelegon. Dann gibt es aber auch zum Beispiel Apoballo, Ab-Eballon. Und dann haben wir aber auch Peripipto, Peri-Epipton. Also man kann nicht so die Allgemeinregel bei einer Präposition davor, bei Komposita fällt im Prinzip der letzte Vokal weg und dafür kommt dann das Epsilon, sonst müsste ja hier heißen Per-Epipton, da bleibt die Präposition also völlig erhalten und die zwei Vokale werden da hintereinander Peri-Epipton, Per-Epipton, ist aber auch ganz schwierig zu sprechen. Ich glaube, das haben die Leute früher richtig entschieden. Dann gibt es das Phänomen des sogenannten Doppelaugments. Das fand ich auch ganz lustig. An Echomai, ihr seht hier, en Echomen. Das fand ich auch schrill. Gut. Ich sage nochmal, weitere Besonderheiten, bitte schaut in eure eigene Grammatik nach. Ganz wichtig. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich mache natürlich weiter, wünsche euch bis dahin alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.